Wir haben hier eine Wurzel, die wir integrieren müssen. Also wir brauchen eine Stammfunktion. Und bevor Sie jetzt vor Schreck auf den Hintern hocken, weil, oh mein Gott, Wurzel ist drin und Parameter t, betrachten Sie das mal aus der Sicht eines Mathematikers. Das t juckt uns überhaupt nicht. Das t ist wie eine Zahl. Das heißt, ich habe hier nur stehen Wurzel aus Zahl mal x minus Zahl. Soweit stressfrei. Die Wurzel kann ich umschreiben zu hoch und halb. Ja, und dann läuft Kettenregel. Das heißt also, im ersten Schritt schreibe ich die Wurzel um als hoch und halb. Das heißt, meine Funktion kt von x ist 1 halb mal Klammer tx minus 6t Quadrat hoch und halb. Ich könnte das auch als 0,5 schreiben. Im letzten Beispiel habe ich mit Kommazahlen gerechnet. Diesmal schreibe ich nicht 0,5 hin, sondern halb. Ist wirklich vollkommen egal. Gut, wie integriere ich sowas? Also die Stammfunktion, das soll jetzt ein Groß K sein für Stammfunktion. Den halb, Entschuldigung, Zahlen, die mit mal verbunden sind, bleiben stehen. Das heißt, ein halb bleibt stehen und ich teile durch die neue Hochzahl. Die neue Hochzahl, in der Klammer ändert sich ja nicht. Die neue Hochzahl ist 1 mehr. Also habe ich hier ein halb plus 1. Ein halb plus 1 sind anderthalb, also 3 halbe. Und diese neue Hochzahl steht da unten. Was fehlt? Innere Ableitung. Also 1 durch innere Ableitung. Also betrachten wir das Innere. T mal x abgeleitet gibt t. 6t Quadrat ist eine Zahl, die mit Plus Minus verbunden ist. Zahlen, die kein x haben, fallen weg. Das heißt, die Ableitung davon ist nur t und dieses t steht hier unten. So, jetzt vereinfachen wir das Ganze mal. Hier vorne habe ich einen Doppelbruch. Einen Doppelbruch löst man auf, indem man das obere stehen lässt und das untere umdreht. Also rechne ich mal 2 Drittel. Die Klammer lasse ich einen Schritt lang noch stehen. Also tx minus 6 t Quadrat hoch 3 halbe. Und hier steht noch ein 1 durch t. Die 2 mit der 2 kann ich kürzen. Und an Zahlen bleibt übrig oben 1 mal 1 und unten 3 mal t. Die Klammer könnte ich stehen lassen als Klammer hoch 3 halbe. Ich könnte die halbe auch wieder als Wurzel umschreiben. Und dann würde übrig bleiben tx minus 6 t Quadrat. Und die 3 bleibt natürlich stehen. Natürlich ist es egal, ob ich die 3 in die Wurzel schreibe oder außerhalb. Das spielt auch keine Rolle. Können Sie sich was aussuchen.